Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Heute mit Die Jagd, was auch immer das ist. Die Wirren vor der Küste von Marfas Weinyard unterstützen. Wir werden mit dem Schiff fahren müssen. Leute, es tut mir leid, wenn ich jetzt schon rumrage, aber wir werden mit dem Schiff fahren müssen. Warum lässt du mich mit dem Schiff fahren? Egal, ich werde mich dran gewöhnen müssen. Ich werde mich einfach dran gewöhnen müssen. Ostküste 1773. Wir jagen Templer. Ah, schön wieder auf See zu sein. Ja, total. Der Himmel gefällt mir nicht. Mr. Faulkner, selbst ein schöner Sonnenaufgang ist ein schlechtes Omen für dich. Wo sind diese Räuber? Meinem Gefühl nach auf östlichem Kurs, Richtung Küste. Miss Mandy erzählte von britischen Schiffen, die sich zwischen den Felsen sammeln und Vineyard bedrohen. Ja, huch, was haben wir denn da? Abschießen! Okay, vielleicht Schiff, doch nicht. Ahoi! Alle Mann auf Gefechtsstation! Machen wir kaputt! Noch nicht! So, warte, wartet. Tschüss! Feuer! Feuer auf uns! Wir müssen das Kanonenboot ablenken, bis sie den Pier von Minwert erreichen! Feuer! Easy! Warten! Ja, den da! Und Feuer! Easy! Okay. Ich bin vielleicht schon ein bisschen gewöhnt ans Schiff fahren. Weiß nicht. Vielleicht wird es ja doch heute was. Vielleicht wird es ja doch eine gute Folge. Vielleicht bin ich nicht ganz so scheiße. Auf Steuerbord, Captain! Ja, dann schieß doch! Wird das nicht eigenständig machen? Bereit machen! Feuer! Feuer! Oh Gott! Oh Gott! Felsen! Beladen! Oh, gerade noch gerettet. Also wenn ich es nicht drauf habe, Freunde, dann weiß ich auch nicht. Also Boot fahren, Schiff fahren, das ist alles dasselbe. Easy. Festhalten, Jungs! Kanonenboote! Ja, den Ziel drauf! Zum Feuer! Ich weiß, okay, du noch mal. Wir müssen das zivile Schiff beschützen! Sind Feuer bereit! Okay. Und Feuer! Schieß! Oh, da kommt noch mehr. Hä? Ich hab doch gerade was Rotes gesehen. Ah. Okay, es wird schwer, den zu treffen. Aber ich bin ein Pro-Gamer. Ich mache euch alle kaputt. So sieht das aus. Da hinten ist irgendwo noch ein Schiff da. Okay. Ich ramm sie einfach. Also nicht mein Boot, sondern die Gegend. Evie Jones, das wäre auch noch eine coole DLC. Ich hoffe, das haben sie in Black Flag reingemacht. Es wird wahrscheinlich nicht so aussehen wie in Flucht der Karibik, aber ihr wisst, was ich meine. Was? Minen? Minen, Captain! Zerstöre sie oder nutze sie zu unserem Vorteil, egal wie! Fahr bloß nicht in sie hinein! Zu unserem Vorteil wie? Beschieß die Minen mit den Drehbassen, wenn der Gegner uns zu nahe kommt! Ei, ei. Okay. Am Warten oder was? Bereit machen, Jungs! Ich will nicht schießen. Aber es geht anscheinend nicht weiter, wenn ich nicht schieße. Schieß! Hoppla. Wird nicht gehen! Nicht jetzt! Und Feuer! Ich brauche halbes Segel! Ein halbes Segel! Holt das Tuch ein! Ich hab nur geblufft! Segel streichern! Okay, da kommt nichts. Ey, seht doch das Schiff da rechts um die Ecke. Was sind das Minen? Alles Häufchen. Ich sehe euch, ihr Penner. Hört euch nicht verstecken. Minen, sie geht unter! Noch nicht! Feuer! Eine Minute nutzen, um Kanonenboote zu zerstören. Perfekt. Okay, jetzt darf ich nur keinen Schaden mehr nehmen. Das heißt. Zack.
So, da ist noch ein Schiffchen. Das heißt, wir begleiten jetzt einfach nur das Schiff. Das ist ein Wrack. Echt, da hinten ist das erkunden. Ja, die Minen interessieren mich gerade nicht. Der interessiert mich da. Hat er gedacht. So. Halbes Segel setzen. Easy. Halbes Segel. Drehwasche Feuer. Für die Aquila. Ich denke, ich habe es mit Bravour geschafft. Minen. Ja, ich fahr doch dran vorbei, ganz ehrlich. Was fühlst du von mir? Minen im Wasser, Sir! Ja, links neben uns! Wir sind dran vorbeigefahren, du Depp! Sie ist in Sicherheit, aber es ist eine heiße Jagd. Ihnen nach! Beenden wir die Gefahr für Marfas Vineyard! Oh nein! Oh, please not! Oh, es sind nur kleine. Alles gut. So, eine kleine Kurve schießen. Zack, zack, zack. Alles weg. Ich sagte, alles weg. Wer schießt da hinten? Feuer! Richtung! Wir müssen diese Schiffe verfolgen! Ey, die sind doch kaputt. Was willst du von mir? Sie drehen nach Norden. Da ist nichts, nur ein verlassenes Fort. Oh ja, bitte lass mich runtergehen. Bitte lass sie mich einfach erstechen mit meinen Händen. Damit arbeite ich lieber. Freunde, die nächsten Folgen werden für mich so eine Qual sein. Die werden mich so unendlich quälen, weil wir mit dem Schiff fahren müssen. Ich werde heilfroh sein, wenn wir runtergehen. Aber ich muss es machen. Ich muss mich nämlich dran gewöhnen, wenn wir Black Flag spielen wollen. Dann muss ich es nämlich drauf haben. Vor! Oh nein, ich soll das vorabschießen. Oh. Na gut. Sollte nicht da sein. Aber es ist da, Mr. Fogler. Und es ist zu nahe an Ninja. Die Zeit und die Flut warten nicht. Halte die Türme auf. Okay, ich sehe schon, die schießen so gerne. Noch nicht! Schieß! Reich den Mörsern aus, Sir! Ich bleibe auf dieser Reichweite. Okay, wir bleiben nicht auf dieser Reichweite. Oh shit, wir werden so. Deckung! Ich fahr genau drauf zu. Nein! Rechtsseite abgeben! Shit! Nein! Nicht in die Mörser! Ich hab's verdient! Ich bin einfach immer wieder in die Mörser reingefahren. Die berechnen, wo ich lang fahre und schießen einfach dahin. Und ich tu das auch noch! Okay. Wenn wir nicht getroffen werden, ist alles in Ordnung. Das Tor sollte nicht da sein. Aber es ist da, Mr. Fogler. Und es ist zu nahe an Ninja. Die Zeit und die Flut warten nicht. Halte die Türme auf. Mit euch am Ruder sind wir nicht zu treffen, Sir. Nein, ich weiche einfach aus diesmal. Diesmal weiche ich hier aus. Genau, auf den ziehen wir. Drehwasser, Feuer! Aha. Wir müssen nur aufpassen. Bereit zum Feuer. Ich brauche volle Segel. Ich will auch schießen. Jetzt auf halbe Segel. Halbe Segel. Nein! Weich aus, Zero. Oh Gott. Ich bin einfach ausgewichen. Mir ist klar, dass wir gegen den Wind fahren. Gut, hier ist das völlig klar. Einfach nur ausweichen. Ach, Drehbasen sind nutzlos gegen Forts. Cool!
Keine Sorge, ich bin ausgewichen. Ich fahre einfach um Kreis fahren. Das ist perfekt. Da werden sie niemals dran denken, dass ich einfach nur die ganze Zeit im Kreis fahre, oder? Es ist die perfekte Strategie. Pass auf, das wird funktionieren. Die werden denken, oh, der fährt jetzt geradeaus, da stört wir hinschießen. Und dann fahre ich einfach im Kreis. Falls er jetzt nicht direkt auf uns schießt. Bitte nicht. Ja, die im Kreisfahrttechnik. Zielzeug rein. Natürlich, ich fahre ja auch im Kreis. Das ist mir egal, Captain. Das ist die Kreisfahrtaktik. Die funktioniert einfach. Ja. Wenn sie mich nur treffen würden. Was sie offensichtlich nicht können. Vor allem das Ding in der Mitte ist jetzt kaputt. Ich muss mich einfach nur in der Mitte die ganze Zeit bewegen. Alle Augen aus! Feuer frei! Naja, passt. Ja, ich bin schon lange ausgewichen, bevor die geschossen haben. Aus dem Gegenwind, Captain! Die Kanone sind wir nicht zu treffen, Sir! So. Muss die aber trotzdem treffen, ne? Ach, wir fahren weiter im Kreis, das passt schon. Weißt du, die irgendwann gegen die Felsen prallen. Kaboom! Ich wette, es ist nicht die einzigen Forts. Drehen! 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 Oh Gott! Oh, war kein Scheißspiel! Das war mir ein bisschen zu knapp. Nach rechts! Nach rechts! Nach rechts! Okay. 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 Oh Gott, nein! Doch, das war was dran! Okay. Mörser! Augen hoch! Mörser! Alter Dude! So, ich hoffe, die sind aus der Reichweite, oder? Nein, sind sie nicht. Wie soll ich an denen jetzt rankommen? Mensch! Gut gesegelt, Captain! Der Wind macht uns langsam! Ein neuer Kurs! Ja, bin dabei. Dabei. Könnt ihr mal aufhören mit euren scheiß Mörsern? Alter, jetzt drehe ich aber gegen dich. Geht! Dreht dazu, das kann Morgen geben! Jawohl. Euch am Ruder sind wir nicht zu treffen, Sir! Ich muss gegebenenfalls gleich mal nach links ausweichen, weil der wird höchstwahrscheinlich jetzt genau auf mich zielen. Mit euch am Ruder sind wir nicht zu treffen, Sir! Oh. Feuert los! Na komm, wir müssen die nur einmal treffen. Mörser! Anhalten! Einsegeln! Mit euch am Ruder sind wir nicht Feuer. Zu treffen, Sir! Oh, holy shit! Oh Gott! Ich bin gut! Wer hätte es gedacht? Das ist das Problem. Welchen Grund haben die Briten, Martha's Vineyard zu bedrohen? Es hat keinen strategischen Wert und die Bewohner sind friedlich. Ich fürchte, dass da etwas ganz anderes dahinter steckt. Templer! Doch was sie vorhaben, weiß ich nicht. Deine Befehle? Ich brauche Zeit, um das zu ergründen. Wir setzen Kurs nach Hause. Ei, ei. Alles wird gut, die Jagd. Und ich wette, es wird eine Jagd auf dem Schiff. Ich hab's geschafft. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hab's geschafft. Aha. Holy shit. Yay. Hab eine neue Montur. Lalalala. Oh Mann, Hauptsache ich hab meinen Bogen dran. Oh, es wird schon, es wird schon. Nicht lange und ich bin Profi in der Schifffahrt. Das kann ich euch versprechen.
Wisst ihr noch, wie ich am Anfang verkackt habe und jetzt habe ich alles gemacht? Ich habe nicht mein Leben verloren. So. Die Rettung. Ich glaube, das ist auch eine DLC. Bin mir da nicht so sicher. Die Land-DLC wären wir zwar lieber. Die kommt aber auch noch, Freunde. Wir werden doch auf dem Land kämpfen. Und mein DS zeigt mir gerade an, dass er wenig Leben hat. Also, Batterie. Den sollte ich gleich mal auf die Aufladestation stellen. So. Ostküste 1776. Ahoi, das Wetter ist nicht gut. Bobby? Kannst du ihr vertrauen? Mit meinem Leben, Captain. Oh, hallo. Ich bin Amanda. Ihr müsst der Captain sein. Na, was soll das denn alles? Du stolzierst hier einfach in meine Bar und suchst nach Offizieren. Und kurz darauf höre ich irgendwelche Gerüchte, dass das Phantom der Nordmeere wieder über den Atlantik segelt. Die Arkia ist zurück und ich brauche ihre Hilfe. Nicholas Biddle segelt jetzt für die Patrioten als Captain der Randolph. Aber der Mann macht die Küsten um Nantucket unsicher. Er hält es für eine Loyalisten-Hochburg. Wo ist er jetzt? Wenn man vom Teufel spricht. Geh unter Deck, Mandy. Das ist sicher. Ich will es mir selbst ansehen. Hey, wir können zu Fuß latschen. Okay. Bisschen geisteskrank, der Kollege, ne? Noch ein bisschen auf dem Schiff rumlaufen, ne? Manchmal weiß er nicht, wo er greifen soll. Greift die Randolph ein Handelsschiff an. Deine Befehle? Ich vermute fast, wir fahren hin. Im Regen. Alle auf Gefechtsstation! Gefechtsrollen! Gefechtsrollen! Position einnehmen! Das war schnell. Was weißt du sonst noch über Biddle? Ganz plötzlich hat der Kongress ein brandneues Schiff für ihn als Captain. Vom britischen Steuermann zum Captain des kolonialen Flaggschiffs. Da stimmt etwas nicht. Das sind 2 Kilometer. Wie soll ich das denn rechtzeitig schaffen? Ich brauche volles Segel! Hier alles! Okay, halbes Segel. Halbes Segel. Oh Gott. Der Wind drückt uns gegen diese Klippen. Kurs wechseln! Ach Quatsch. Wir fahren wir einfach durch. Einfach gegenlenken, mein Freund. Ich bin ein Profi, vertrau mir. Es ist eine Abkürzung. Nein, halbes Segel. Ich hab gerade gedacht. Kommt ein Sturm auf, Captain. Könnte schlimm werden. Ich hab gerade gedacht, der Wind wäre vielleicht doch für mich. Hat er aber nicht getan. Los, los! Okay, jetzt sieht's besser aus. Volles Segel! Oh ja, jetzt wird das. Was? Welle? Wie soll ich eine Welle über. Ja, ihr seid jetzt sicher, auf jeden Fall. Toll. Halbes Segel, aber schnell! Es gibt Wellen. Hätte hässlich werden können. Ich merke das schon. Bis wir da sind, ist das Handelsschiff weg. Ganz ehrlich. Holy shit! Wie krass sind denn die Wellen hier bitte? Heilige Scheiße. Ich bin richtig drauf geritten. Wir sind gleich da. Gleich sind wir da. Also ich muss schon sagen. Oh Gott. Scheiß drauf. Überstehen wir. Alles wird gut. Ja, Captain, bleib ruhig.
Gar kein Problem. Wie er einfach stehen geblieben ist. Oh, da kommt vor uns eine Riesenwelle. Die nehme ich. Die nehme ich. Wuhu. Bringt sie in Reichweite. Oh, da kommt der nächste. Alter. Das ist eine Achterbahnfahrt hier. So, ich bin hier, um zu helfen. Okay, das Wetter hat sich beruhigt. Wir dürfen das Handelsschiff nicht der Gnade der Briten überlassen. Warum macht Bedel das? Nantucket unterstützt den Patriot. Los, schieß! Die Gesellschaft, erwarte Befehle. Aufhält, falls noch andere warten! Und falsches Schiff, Captain, auf die Briten! Das ist mir bewusst. Breitseite abgeben! Weniger Segel! Alter, diese Wellen! Feuer! Das Wetter hat sich beruhigt. Okay, links ist noch einer. Drehen! Drehen! Scheiße, aber so treffen wir das Handelsschiff, ne? Direkt diese Wellen, die machen mir meine Arbeit echt schwer. Aha, voll ins Wasser gesetzt. Na gut, die fand ich besser. Ganz ehrlich, ich habe ihn voll getroffen. Wir müssen warten, bis die Welle bei uns ist. Dann können wir schießen. Und warten. Feuer frei! Die Leiche des Schiffes hat einfach alles gestoppt. Glaub's nicht. Nachladen! Feuer bereit! Feuern und Feuer! Er versteckt sich hinter der Welle. Ich habe ihn getroffen. Boom! Sie sind sicher. Was nun? Ja, tschüss sagen. Okay. Folgen wir ihm. Gebt mir volles Segel, Jungs! Warum muss ich mit dem Schiff fahren? Na, Welle! Welle! Wuhu! Wuhu! Und da kommt noch eine. Oh Gott, die ist riesig. Alter, ist die groß! Oh. Schiffchens. Feuer! Weiß ich, soll ich auf die schießen? Ja, ich soll! Wo ist die Randolph? Sie ist weg, Captain. Auf und davon. Lass uns mit diesem Geschmeiß zurück. Doch der Sturm macht mir noch viel mehr Sorgen. Wir haben keine Wahl. Nein, pass deine Schüsse auf die Wellen ab, Captain. Und dann müssen wir schon zu. Alter, bin ich hoch. Ich bin so hoch. Feuer! Aha! Da war noch eine Welle, Mann! Schießt! Schießt! Schießt, solange es noch geht! Da sind Dinger! Geht doch! Okay. Im anderen müssen wir auch noch die Schwachstelle aufschießen, ne? Das kriegen wir doch hin. Dämlichen Wellen. Nein, da kam die Welle. Verflucht. Ja, wir haben es aufgeschossen. Wir haben es aufgeschossen. Ich kann sie nicht treffen. Jetzt. Alter. Bisschen zu Action auf dem. Zeit, dass wir Schutz vor dem Sturm suchen, Captain. Gute Idee. Ich stimme zu, Mr. Falle Segel! Wir segeln nach Vinyard. Oh. So ein Wetter habe ich noch nie gesehen. Ist selten, aber kommt vor. Hast dich bewährt.
Was mir Sorgen macht, ist, dass Biddle ein Patriot ist. Warum hilft er dann der britischen Navy? Alte Freunde vielleicht? Wie überzeugt man den Kontinentalkongress, dass die Marine mehr Schiffe braucht? Die Kaperfahrten der Briten entlang der Küste sind Grund genug aufzurüsten. Kanonenboote bei Vineyard, jetzt das. Biddle will der erste Admiral der kolonialen Marine werden und nutzt diese Notlage aus. Ein geschicktes Manöver, Captain. Ich habe vom Kanonendeck aus zugesehen. Was suchst du auf dem Kanonendeck? Du solltest dich in Sicherheit bringen. Schon gut, Bobby. Keine Sorge. Die Bewohner von Nantucket sind sicher dankbar. Und ich auch. Gut, dass du zurück bist. Die Rettung. Alter. Diese Schifffahrt, sie macht mich fertig, Freunde. Sie macht mich fertig, die Schifffahrt. Aber wieder habe ich es zu 100% geschafft. Also, es geht ja irgendwo. Es geht irgendwo. Oh Mann. Gut. Dann würde ich glatt behaupten, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder mit dem Schiff. Haut rein. Euer Zero, tschüss.